Hallo zusammen und willkommen zurück zum The Witcher 3 Wild Hunt Let's Play. Ich bin LSQ und in diesem Part kümmern wir uns um die Fehlgeburt des blutigen Barons. Denn inzwischen haben wir herausgefunden, dass so einiges passiert ist. Ich will das jetzt nicht großartig zusammenfassen, das ist eine längere und tiefgründige Geschichte. Deshalb würde ich einfach empfehlen, die letzte Folge, gerade das Ende, nochmal ordentlich anzuschauen. Und Entschuldigung wegen dem Ton gerade. So, jetzt geht's wieder. Auf jeden Fall, in diesem Part würden wir uns um die Fehlgeburt des blutigen Baronen kümmern. Fertig? Indem wir sie unter dem Familienhaus vergraben. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie, wenn auch nicht dafür. Jetzt geht es los. Noch etwas weiter. Mir nach. So, jetzt wollen wir mal den Baron. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Hier ist es. Okay. Sieht aus wie eine Ruine. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Immerhin, ja. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Schau. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Gib ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Was für eine Überwindung das kosten muss bei so einer Situation. Barmherzige Götter. Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Er wird einem ganz anders bei dem Anblick, nicht wahr? Aber ich habe echt Respekt vor dem Baron jetzt im Moment. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Was jetzt? Heilige Geister, der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Thank you.
bewegt sich. Ich kann ihn nicht mehr halten. Oh, ganz ruhig. Oh, Multitasking. Aber was hast du damit vor? Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich hab doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpel. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. Ich habe einfach viel zu wenig Heilungs-Items, das ist echt ein Problem. Viel zu wenig Heilungs-Items habe ich. Wie macht man das am geschicktesten? Ich sollte eigentlich wirklich die ganze Zeit Verlangsamung einsetzen. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Hier ist es. Wirklich. Hast du... Gut. Das Grab... Was hat... Der Fehl... Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was gleich dann weißt du... Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Probieren wir das also nochmal. Bewegt sich. Ich kann ihn nicht mehr halten. Beruhige ihn irgendwie. Oh, ganz ruhig. Aber was hast du damit vor? Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich hab doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpel. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. Ja.
noch mehr. Heilung. Los doch! Ich warte nicht, bis sie uns verschlingen! Warum anvisiert er jetzt was mit dem Ding da? Komm schon, komm näher. Das hasse ich ein bisschen bei so einer Situation. Du hast 4 Viecher, die ich umzinge und du kommst einfach nicht weg aus ihren Angriffen. Ich cutte mal ganz fix. Einen Moment kurz. So, jetzt habe ich endlich einen Namen gewählt. Nein. Dann lass dir einen einfallen. Es ist wichtig. Es ist ein Mädchen. Wie hätte Anna sie genannt? So, auf jeden Fall haben wir es jetzt endlich geschafft mit dem zweiten Teil. Wahrscheinlich kommt jetzt noch ein dritter Teil, den ich wahrscheinlich sowas von verhauen werde, aber wir sehen es ja. Wir sehen es ja gleich. Ah, wir haben es sogar schon geschafft. So, das reicht schon. Okay, super. Und jetzt? Sprich mir mal. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Von Erde und Himmel. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Ich gebe dir den Namen, sag ihren Namen. Und empfange dich als meine Tochter. Ich gebe dir den Namen, der. Und empfange. Dich als meine Tochter. Gut. Und jetzt begrab sie. Also ein bisschen geweint habe ich jetzt gerade schon. Ist auch echt eine harte Situation. Wow, selbst Geralt ist ein bisschen am Flennen, glaube ich. Oha. Und jetzt? Innerhalb eines Tages sollte sich Dea in einen Tölpelbold verwandeln. Ich bleib hier und warte. Du gehst nach Hause. Ich warte mit dir. Kommt nicht in Frage. Aber das ist mein Kind. Und die Schuld, die ganze Verantwortung dafür liegt bei mir. Die Zeit für elterliche Gefühle ist lange vorbei. Außerdem kannst du hier nichts tun. Aber... Kein Aber. Hier ist nur noch Hexerwerk gefragt. Ich muss Tag und Nacht warten, bis sich der Fehlgeborene in einen Tölpelbold verwandelt. Geh nach Hause und betrink dich nicht wieder bis zur Bewusstlosigkeit. Ja, hoffentlich hat er daraus gelernt. Und jetzt warten wir. Bei der Macht des Blutes, ich rufe dich. Bei deinem Namen flehe ich dich an. Höre mein Rufen und erhebe dich, Dea. Führe mich zu denen, die mit ihrem Blut an dich gebunden sind. So, also es wird nochmal richtig spannend. Wie ihr sehen könnt, ist Dea jetzt zu einem Tölpelbold geworden und kann uns jetzt zur Familie des Baronen bringen, zu ihrer Familie. Und ja, wir werden uns jetzt... Wir würden jetzt folgen bis zum Aufenthaltsort der beiden und ja, wir sehen uns im nächsten Part auf jeden Fall wieder vom The Witcher 3 Let's Play und hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich denke, das wird ziemlich spannend werden
und ja, dann folgen wir der kleinen Dea bis zu ihrer Mutter und ihrer Schwester. Bis dann und macht's gut. Ciao, ciao.